Im Hubschrauber über Rumänien. Der Fondsmanager Detlef Schön will Land kaufen. Neben ihm sein Nenscout, der ihm eine der größten Farmen Rumäniens präsentiert. Da unten liegt sie. 18.000 Hektar fruchtbarer Boden. Die Infrastruktur ist da. Die Zufahrtswege, die Autobahn, die Bahn. Fliegen Sie so hoch, wie Sie können. Das ist die maximale Höhe. Ich bin fest entschlossen, Investoren zu finden, die bereit sind, uns hierher zu folgen. Ich bin absolut überzeugt, dass dies eine der attraktivsten Gelegenheiten ist, im Ackerbaubereich in der Europäischen Union Fuß zu fassen. Die Kombination von Bodenqualität, Mikroklima, Lage, Logistik und Infrastruktur lässt jedem Landwirt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Also von daher bin ich guter Dinge. Hauptsitz von Aquila Capital. Detlef Schön ist verantwortlich für die Agrarinvestitionen. Die Gesellschaft sammelt das Kapital privater Kunden, Versicherungen und Pensionskassen. Seit ihrer Gründung vor 12 Jahren hat Aquila Capital über 4 Milliarden Euro akquiriert und in Projekten überall in der Welt angelegt. Das Geld seiner Kunden steckt Detlef Schön in den Kauf von Farmen. Sein Bruder Eike optimiert dort die Milch- und Fleischproduktion. Unser Modell sieht vor, dass wir nur Farmen kaufen, von denen wir sicher sind, dass wir die Produktion pro Flächeneinheit um mindestens 20% steigern können. Wenn wir das nicht können, sind wir nicht an dieser Farm interessiert. Wir sind für unsere Investoren auf diese Wertsteigerung angewiesen, damit insgesamt ein akzeptabler Gesamtertrag rauskommt. Wenn ich das dann schaffe, wenn ich eine Farm von 100 auf 120, in welcher Größenordnung auch immer definiert, hochfahre durch die Investitionen und durch die Art des Managementsystems, dann nimmt ihr natürlich auch an Wert zu. Und dieser Wertzuwachs ist eben auch ein ganz erheblicher Teil der Gesamtrendite. Teamsitzung. Ein neues Projekt soll aufgelegt werden, Agrarinvest 5. Die Kernfragen: Wo soll die Gesellschaft ihren Kunden zuerst Agrarland anbieten? Wo sind die höchsten Renditen zu erwarten? Und mit welchen Risiken ist zu rechnen? Die Frage ist jetzt, Herr Axel, was wir weitermachen mit Agrarinvest 5. Ob wir ein Vehikel aufsetzen, was co-investiert im Ackerbau. Rumänien, immer wieder ein Thema. Wir sind nach wie vor begeistert von Rumänien. Und wir haben ein sehr interessantes Projekt in Uruguay. Das heißt, ganz aus dem Bauch formuliert, so intuitiv kommt Rumänien besser an als Uruguay oder umgekehrt? Für einen deutschen Investor ist es schwieriger, was die Vertrauensbildung angeht, als Südamerika oder als Uruguay speziell. In Rumänien haben wir einen höheren Anteil an Wertsteigerung. Kommt es jetzt also eher darauf an, was kann man besser vermitteln? Die Lebensmittelproduktion in der Welt zu erhöhen und damit Geld zu verdienen, ist Kern ihres Geschäftes. Aber wenn ein Produkt nicht mehr genug abwirft, wird es abgesetzt. Die Rendite zu sichern, bleibt stets Priorität. Die Optionalität dieser Investition steht immer im Vordergrund. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht mich in ein Produktionssystem manövriere, aus dem es nur einen Ausgang gibt. Also, es sollte immer so sein, ob ich Getreide produziere in Rumänien. Und wir haben vielleicht die Situation, dass aus welchen Gründen auch immer Graswirtschaft, also Weidewirtschaft, sehr viel höhere Erträge bringt. Dann kann man die Fläche ansehen und dort Kühe oder Schafe halten und irgendwann auch wieder abschaffen, wenn Getreideanbau wieder profitabler ist. Und umgekehrt in Neuseeland kann ich eben auch aus der Milchwirtschaft aussteigen und in den Getreideanbau einsteigen. Getreideernte in Brandenburg.
Carlo Horn ist Agraringenieur und Bauer, wie jeder in seiner traditionsreichen Familie. Die Horns besitzen in dieser Gegend Land seit bald 400 Jahren. Carlos Mutter machte aus dem Betrieb einen Biobauernhof. Heute stößt das Geschäft jedoch immer wieder an seine Grenzen. Im Rahmen der Wirtschaftskrisen und der erneuerbaren Energiengesetze ist es einfach so, dass Fremdkapitalinvestoren in die Landwirtschaft hier ganz massiv einsteigen. Und die kaufen einfach jeden einzelnen Hektar, den sie irgendwie bekommen können, und bauen dann entsprechend der Fruchtfolge Mais für die Biogasanlage an oder was sich am Weltmarkt sonst am besten verkaufen lässt. Aber dadurch, dass die ihr Geld nicht aus der Landwirtschaft verdienen müssen, sondern das von Investoren an der Börse eingesammelt haben, sind sie natürlich deutlich liquider als wir und können in größerem Umfang bei Treuhand und privat kaufen und machen einem das Leben natürlich immer schwerer. Die Idylle der bäuerlichen Familienbetriebe. Sie ist wohl ein Auslaufmodell. Fast zwei Drittel der Flächen Brandenburgs gehört schon Agrarunternehmen mit jeweils mehr als 5000 Hektar Land. 20% dieser Flächen ist im Besitz von Holdings, die Land vor allem als gewinnbringende Geldanlage betrachten. Kilometerlange Monokulturen, wie zum Beispiel Mais, für Biogasanlagen haben das Bild der Region massiv verändert. Ostdeutschland ist längst zum Spielball für Spekulanten geworden. Carlo Horn kämpft gegen diese Entwicklung an und berät bäuerliche Betriebe aus der Region. Jetzt fahre ich gerade hin zu einem meiner kleineren Familienbetriebe, die in einem Geflügelprojekt mit involviert sind. Und dann geht es darum zu schauen, wie ist der Gesundheitsstatus der Tiere. Alltag für Carlo Horn. Doch das Kernproblem der kleinen Betriebe scheint unlösbar. Sie können kein Land zukaufen und viele geben auf, weil sie ohne Wachstum nicht rentabel arbeiten können. Unterm Strich ist der Betrieb dort schon sowas Ähnliches wie der letzte Mohikaner, umzingelt von relativ vielen Großbetrieben. Da haben wir eigentlich die Verhältnisse wie vor dem Zweiten Weltkrieg mit den diversen Landadligen, wo dann sozusagen die Dorfbevölkerung entscheiden darf, ob sie für den Großjunker arbeiten möchte oder nicht. Diese Verhältnisse haben wir heute eigentlich schon wieder. Das ist ja der neue Avero, ja? Der sieht ja richtig gut aus. Ist das gute Stück? Und gut dreschen tut er auch? Prima. Im Auftrag von Naturland, dem zweitgrößten Verband für ökologischen Landbau, betreut Carlo Horn Biobetriebe. Der Verband birgt für die Biobauern bei finanziellen Schwierigkeiten und berät sie bei Problemen mit der landwirtschaftlichen Produktion, von der Lagerung der Getreideernte bis zur Tierzucht. Wir sind dann beim Sortieren, 10. Woche. Dann gehen die Hühnchen Eier legen. Aber so sind sie sehr ruhig und zutraulich. Ja? Da passiert überhaupt nichts, wenn man in den Stall geht. Carlo Horn prüft auch, ob die Tierhaltung den Prinzipien der biologischen Zucht entspricht. Seit drei Generationen bewirtschaftet die Familie Tumanich den Hof. Ja, wir sind jetzt natürlich mitten in der Ernte. Das ist jetzt, wo das alle beschäftigt sind. Die Technik ist vom Hof. 80 Hektar hat der Betrieb. Zu wenig, um konkurrenzfähig zu bleiben. Von der Treuhand-Nachfolgegesellschaft BVVG wird das Land aber an den Meistbietenden verkauft. Und das waren in den letzten Jahren vor allem Großbetriebe, Fondsgesellschaften und Spekulanten. Und was ist mit Treuhandflächen? Sind hier in der Gegend welche vergeben worden oder hat er die Gelegenheit, darauf zuzugreifen? Treuhandflächen wurden uns immer verweigert bisher. Nach der Wende war das so. Wir haben uns immer gewundert in Brandenburg, wo sind denn nun die Treuhandflächen? Bekommen wir denn mal eine Ausschreibung angeboten? Wo kann man denn mal eine Treuhandfläche pachten oder kaufen? Bei uns in der Gegend ist überhaupt nichts passiert. Jeder Anruf bei der Treuhand hat nur ergeben, in eurem Bereich gibt es keine Treuhandflächen, die für euch zur Verfügung stehen. Bauer Tumanich müsste vergrößern. Die Familie kann aber nur das Geld investieren, das sie mit ihrer Arbeit auf dem Hof verdient. Für sie sind die Hektarpreise in Brandenburg unbezahlbar geworden. Wenn hier Flächen zum Verkauf stehen, steht an erster Stelle die Agrargenossenschaft. Flächengröße ist in Brandenburg ganz wichtig, habe ich gemerkt, und das unterstützt ja auch die Landesregierung. Je größer, desto besser sind die Ausgangsprodukte, wird ja jedem Verbraucher dargelegt, dass die Großbetriebe die Stütze der Landwirtschaft sind und dass sie die einzigen sind, die richtig Landwirtschaft können.
Die Agrarinvestoren expandieren weiter in Richtung Osten. Gerade im Trend Rumänien. Das Land hat die höchste Zahl von Kleinbauern in ganz Europa. 5 Millionen Menschen. Sie essen, was sie ernten. Was übrig bleibt, wird am Straßenrand verkauft. Ein Leben von der Hand in den Mund. Sie besitzen nur ein paar Hektar und verkaufen nun ihre Grundstücke, um Arbeit in den Städten zu suchen. Manche wandern ab und arbeiten als saisonale Erntehelfer in Italien oder in Deutschland. Attila Sosch ist Aktivist. Er kämpft mit der NGO Ecoruralis gegen die Flucht der Bauern aus den Landgebieten. Überall in Rumänien besucht er Gemeinschaften auf dem Land, wie diese hier, 100 Kilometer östlich von Bukarest. Der Kleinbauer Lalu verschafft ihm Zugang zu der sonst eher zurückgezogenen Gemeinschaft von Dambrocza. Hier besitzen die meisten Bauern nur 3 bis 10 Hektar Land. Es ist Weinernte. Wer macht diese Reihe hier? Wenn wir Ihnen helfen können, tun wir das gerne. Ich heiße Attila. Machen Sie daraus Wein? Ja, das ist ein unbehandelter alter Weinberg. Dieses Jahr waren wir in Italien, deshalb haben wir noch nicht gejätet. Der Weinberg ist schon aus der Zeit der Thraker. Das hier ist eine schwierige Region für Kleinbauern. Sie sind der Industrielobby ausgesetzt. Sie sind denen ausgeliefert. Die kommen hierher, um sie die ganze Zeit zu bedrängen, ihr Land zu verkaufen. Und wie die Leute hier arbeiten, ist ihnen nichts wert. Dieser psychologische Druck und vor allem der finanzielle Druck, denn die von der Lobby legen hier alles lahm, indem sie alles aufkaufen. Das nimmt immer weiter zu. Die kaufen alles auf und legen die Region finanziell lahm. Das ist die Hauptgefahr hier. Ich habe gehört, dass es hier Fremde gibt, die viel Boden kaufen. Ich meine größere Flächen. Haben Sie auch davon gehört? Es gibt welche, die hier verkauft haben. Kennen Sie jemanden? Ja, die vom Verband, Leute, die mehr Boden besitzen. Woher ist der Verband? Hier aus dem Dorf, Leute mit viel Boden. Ich habe ja nur einen halben Hektar. Werden Sie verkaufen? Wir verkaufen doch nicht. Das wird ja dann wie beim Kommunismus. Schlimmer. Schlimmer. Attila Sosch glaubt daran, die Landflucht der kleinen Bauern aufhalten zu können. Er setzt auf Kampagnen und politischen Druck. Detlef Schön ist auf dem Weg nach Fitești, ungefähr 2 Autostunden von Bukarest entfernt. Die größte Farm des Landes soll verkauft werden. Für Schön ein perfekter Einstieg nach Rumänien. Großinvestitionen verändern die Lebensumstände der örtlichen Bevölkerung dann immer am massivsten, wenn sie vorher keine großflächige Landwirtschaft im heutigen Sinne betrieben haben. Das heißt, wenn es zu einem massiven Ersatz von Arbeit durch Kapital kommt, geht es natürlich ganz oft darum, die dadurch entstehende Arbeitslosigkeit auf dem Land in irgendeiner Form abzufangen. Das kann selten Aufgabe oder nur an der Peripherie Aufgabe des Investors sein, aber da ist genau die Politik gefragt, über die Besteuerung alternative Einkommensquellen für die ländliche Bevölkerung zu schaffen. Das heißt, die Regierung soll sich um neue Jobs für diejenigen kümmern, die infolge großer Agrarinvestitionen arbeitslos werden. Dieses Maisfeld gehört einem Großbetrieb. Am Rande des Feldes haben Menschen auf das Ende der Ernte gewartet. Nun sammeln sie die Maiskolben ein, die übrig geblieben sind. Sie sind die neuen Arbeitslosen der rumänischen Landgebiete. Besichtigung der Farm.
Detlef Schön wird von seinem Landscout Jasper Jensen herumgeführt. Sonnenblumen, ja. Das ist die Bahnverladung. Aber das siehst du ja vom Durchmesser, da kriegst du kein Volumen raus. Das heißt, du verlädst hier ewig und dann musst du immer den Zug verrücken. Du hast also hier, wenn du hier so einen Zug hinstellst, brauchst du immer eine eigene Lok, die das Ding immer weiter rückt, Waggon für Waggon. Und dann mit so einer schwachen Beladeleistung macht das keinen Spaß. Insofern wird das alles per LKW jetzt gemacht. Wir haben diese Probleme in Deutschland auch. Große LKWs stehen herum. Du kriegst die Leute nicht dazu, nacheinander zu kommen. Dasselbe Problem hier. Sie kommen alle zur gleichen Zeit und warten den ganzen Tag, um zu laden. Ineffizienz ist ein generelles Problem hier in Rumänien. Das schreit nach Verbesserung. Ja, hier auf der Farm, die haben 3000 Schafe im Moment und 4000 Ziegen. Und wer melkt die? Macht er selber. Karussell oder was hat er da für die Ziegen? Hand. Hand? Prima. Lohnkosten in Rumänien sind geringer als in Deutschland. Ja. Na gut, dann lass uns mal die Maschine angucken. Fahren wir zu den Maschinen. Ja. 18.000 Hektar Agrarland mit fruchtbarem Boden und guter Verkehrsanbindung. Das ist ein Geschäft nach Detlef Schöns Geschmack. Ja, guck, die Dinger, die standen in der DDR ja auch überall rum. Die merken nicht, dass das so ineffizient ist mit diesen zusammengewürfelten Maschinen. Einfach alles neu machen. Ja, nur so geht's. Weg damit. Eine Auktion und alles verkaufen. Was sich hier anbieten würde, auch wenn wir es insgesamt gesehen haben, ist wirklich einmal ein Jahr komplett Pause machen, das ganze Ding neu erfinden, eine Auktion machen, wie Jasper sagt, hier alle die ganze Alttechnik weg. Es ist sehr viel einfacher, damit anzufangen und sagen, so, jetzt haben wir ein neues Selbstverständnis, jetzt gehen wir mit einer anderen Einstellung an die Arbeit, jetzt haben wir die beste Technik, die es gibt, auf die wird ordentlich geachtet. Da haben wir nicht immer irgendwo mal einen Reifen kaputt und mal irgendein Maschinenteil kaputt und sonst was, sondern das ist dann wirklich das Herzstück der Farm und da sind alle stolz drauf. Auf so einen Laden hier kann man ja nicht stolz sein. Ne? Siehst du die vier Leute dort? Die Löhne sind sehr gering. Man denkt hier nicht an die Arbeitskosten. Darum gibt es so viele Angestellte. Und Effizienz ist kein Thema. Deutsche Effektivität soll das Chaos hier beenden. Sehr gute Erde, gute Substanz. Nein, das ist die beste Farm Europas, wenn du einmal mit durch bist. Ja. Das alte Bauernland Rumänien wird überrollt. Großbetriebe breiten sich aus und neue Investoren jagen nach Land. Immer mehr Kleinbauern verkaufen ihre Felder. Unser Geschäftsmodell in Rumänien schadet den statistisch immer noch erfassten Kleinbauern deswegen aus meiner Sicht nicht, weil es sich in den wenigsten Fällen noch um Kleinbauern handelt, sondern das sind Leute, die heute irgendwo in der Stadt oder sonst wo arbeiten. Darüber hinaus gibt es natürlich tatsächlich auch noch Kleinbauern, die auf sehr kleinen Flächen mit aus heutiger Sicht eher nostalgisch anmutender Technik irgendwie sich durchschlagen. Das sind aber dann letztendlich Selbstversorgerbetriebe, die irgendwann im Sommer das ernten, von dem sie im Winter leben und in dem Sinne Subsistenzlandwirtschaft betreiben. Das ist sicherlich ein Auslaufmodell. Das ist Carla, die 729, das ist eine unserer ältesten Kühe. Die hat wunderschöne Kälber gebracht. Und ist auch so eine bildschöne Kuh. Und nicht ganz so giftig wie ihre Halbschwester Charlotte. Die ist genetisch hornlos, aber deutlich sensibler. Bei mir ist es so, dass ich ja nun schon den Schritt gegangen bin, meine Brötchen noch außerhalb zu verdienen. Sicherlich auch in der Landwirtschaft, aber halt dort eben als Berater. Und es gibt für mich nichts Schöneres,
denn halt nicht nur am Schreibtisch zu sitzen oder von Betrieb zu toben, sondern den eigenen Betrieb noch zu Hause zu haben. Und gerade diese Mutterkuhhaltung, der Umgang mit den Tieren, mit den Hunden, mit den Pferden, der Pferdezucht, das ist einfach eine unheimlich schöne Lebensqualität, die mit Geld einfach gar nicht zu bezahlen ist. Also was gibt es Schöneres, als in der Sonne, wenn es mal nicht regnet, auf so einer Weide zu stehen und seine Kühe zu beobachten? Ich möchte nicht nur das tun, was Geld bringt, sondern ich möchte das tun, was mir Zufriedenheit bringt. Einmal pro Tag treffen sich die drei Generationen der Horns, um die Probleme des Hofes zu besprechen. Bei Kaffee und Kuchen. Milch? Ja. Der Hof ist auch das Einzige, worüber wir streiten. Ansonsten sind wir ein Herz und eine Seele. Aber da wird kräftig gestritten, wenn es um den Hof geht. Ne, Ulrike? Ja. Ja, bis auf Messerschneide. Der Boden gehört uns nicht, sondern wir haben einen Teil der Flächen, die wir bewirtschaften, sind sozusagen traditioneller Familienbesitz, die schon über die Urgroßeltern sozusagen angeschafft wurden. Und dann haben wir in letzter Zeit noch Flächen mit dazu gekauft. Aber das ist insgesamt nur ein Drittel dessen, was wir bewirtschaften. Das heißt, wir haben ein Drittel an Eigentum und zwei Drittel an Pachtflächen. Ja, die Kleine. Von den Pachtflächen musste die Familie in der Vergangenheit Teile abgeben. Andere bezahlen offenbar einen besseren Preis. Heute bewirtschaften die Horns ca. 200 Hektar Land. Um die Zukunft des Hofes zu sichern, würden sie gerne noch Flächen dazu kaufen. Wenn wir, sage ich mal, von einem Hektarpreis aktuell zwischen 10.000 und 12.000 Euro ausgehen und wir haben dann 50 oder 70 Hektar los, dann ist völlig klar, dass unter 700.000 Euro man gar nicht bieten kann. So, das heißt, wir reden über Refinanzierungszeiträume von über 50 Jahren. So, das sind sozusagen zwei Generationen, die auf dieser Fläche alles, was sie auf dieser zu kaufenden Fläche erwirtschaften, geht nur in die Refinanzierung. Detlef Schön und sein Bruder Eike. Nach der Wende kaufte Eike Schön-Petersen nahe der polnischen Grenze Land, um sich den Traum eines eigenen Bauernhofes zu verwirklichen. Für Aquila Capital sehen sie hier kein Geschäft mehr. Als Eike hier investiert hat, war es absolut sinnvoll, in Deutschland Agrarland zu kaufen. Das war auch vielleicht vor 5 Jahren noch so, auch vor 3 Jahren noch so. Wer das heute tut auf dem jetzigen Niveau, der tut das nicht nur aus unter Renditegesichtspunkten. Wir sind aber renditegetrieben, wir verwalten das Geld anderer Leute. Und von daher müssen wir sehen natürlich, dass wir unter Berücksichtigung der Risiken natürlich die höchsten Erträge erzielen können. Und das ist heute in Deutschland auf dem jetzigen Preisniveau sehr schwierig. Die Agrarwirtschaft dient der Versorgung mit Lebensmitteln. Gute Erträge bringen gute Gewinne. Aber das ist nur eine Seite des Geschäfts. Die andere folgt den Mechanismen internationaler Finanzmärkte. Sind Geschäfte mit Agrarflächen ethisch überhaupt vertretbar? Das Geschäft mit dem Land ist ethisch nie vertretbar. Das Geschäft auf dem Land, das heißt in dem Moment, wo Sie Land kaufen, um dort zu produzieren, das Land also als Mittel zum Zweck benutzen, als Ressource, das ist vertretbar, wenn auch die übrigen Rahmenbedingungen stimmen, wenn also keine Kleinbauern vertrieben werden, wenn gewisse Mindeststandards, sei es ethisch, sei es sozial, eingehalten werden, wenn nachhaltig bewirtschaftet wird, also kein Raubbau betrieben wird, sei es an Fruchtbarkeit oder Wasserverfügbarkeit und so weiter, dann ist es vertretbar. Die rumänischen Kleinbauern leben in Dorfgemeinschaften. Das Leben, das sie über Jahrhunderte gewohnt sind, wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Attila Sosch hat einige Dorfbewohner versammelt. Er will sie davon überzeugen, ihren Boden nicht zu verkaufen. Wir haben gehört, dass in dieser Gegend Boden verkauft wird. Ja, hier in der Nähe sind manche Leute verzweifelt. Sie wollen verkaufen, weil sie nicht die Mittel haben, den Boden weiter zu bearbeiten. Wenn sie uns was zu essen geben, verkaufen wir auch. Oder sogar, wenn sie uns beim Bewässern helfen würden. Das ist das Problem. Die Menschen verkaufen den Boden, oft weil sie nichts haben, womit sie ihn bearbeiten könnten. Aber der Bodenverkauf ist keine Lösung. Sie sollten besser vom Staat Hilfe bekommen und nicht verkaufen und dann auf fremden Feldern Erdbeeren pflücken müssen. Und dann sind wir richtig arm und noch dazu ohne eigenen Garten.
Wenn jemand nach Rumänien kommt mit dem Argument, ich will hier Lebensmittel für die Menschheit produzieren, dann sage ich, was genau meinst du eigentlich mit Menschheit? Willst du Lebensmittel für mich und meine Familie hier in Rumänien anbauen oder willst du eher Lebensmittel für den internationalen Markt produzieren? Ein Markt, der dann aufgebläht wird und auf dem die Nahrung dann immer wieder weiterverkauft wird. Man sollte nicht die Produktion von Lebensmitteln erhöhen, sondern sich um die Verteilung kümmern, in die Länder, wo sie benötigt werden. Statistisch betrachtet reichen die weltweit produzierten Nahrungsmittel aus, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Das Kernproblem ist das Verteilungssystem, das längst nicht alle Menschen erreicht. Auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten fliegt Detlef Schön über Neuseeland. Er hat innerhalb von 4 Jahren schon 16 Farmen gekauft, mit 50.000 Kühen und insgesamt fast 30.000 Hektar Land. Jetzt will er Fortschritte in der Produktion sehen. Seine größte Milchfarm liegt weit im Süden Neuseelands. Der Farmmanager, der die Flächen hier für die Aquila verwaltet, kriegt Schön nicht auf zu säen. Das ist der neue Stall für die Kälber. Die Neugeborenen werden hier 2-mal täglich gefüttert. Jedes Kalb bekommt ein EID, eine elektronische Uhrmarke. Sie ist mit dem Managementsystem verbunden. Wenn das Kalb auf die Weide geht oder später zum Bullen oder zum Melken, dann scannen wir es. Das Tier steht also unter ständiger Kontrolle und ist ein Leben lang registriert. Zum Beispiel Q444. Dies ist unsere größte einzelne Farm mit demnächst 3000 Kühen. Wie hoch die Cash-Gewinne sind, werden wir sehen. Wir prognostizieren hier Cash-Erträge für unsere Investoren zwischen 4% und 7%. Dazu kommt die Wertsteigerung, die wir dieser Farm zum Beispiel antun, indem wir die Produktivität, wir bauen gerade ein drittes Milchkarussell, wir haben andere Grassorten angebaut und so weiter. Wir werden also auch hier die Produktivität pro Hektar um etwa 20% steigern. Dadurch verdienen wir mehr Geld, dadurch steigt der Wert der Farm, aber dadurch produzieren wir auch mehr Milch. Die Investitionen in die Glencairn Farm sehen für Aquila Capital nach einem guten und sicheren Geschäft aus. Können wir einen Blick auf den Plan der Anlage werfen? Ja, das sind die Parzellen 50, 60 und 64. Wir sind jetzt hier. Wie lange ist der längste Weg für die Kühe? Ungefähr 1 Kilometer, 1,3 Kilometer etwa. Das ist sehr gut, sehr zentral. Sie arbeiten mit 3x5 Leuten. Ja, im Moment haben wir 3 Teams, 5 Leute. Und wie viele Kühe haben Sie hier? Maximal so ungefähr 3000. Unter den Einheimischen wächst die Skepsis gegenüber fremden Investoren. Brian Migor, Sohn eines Farmers, besitzt eine Lodge in der Nähe der Farm, die Aquila hier vor kurzem erworben hat. Dieses steil abfallende und hügelige Gelände ist ziemlich empfindlich. Die obere Bodenschicht kann leicht verloren gehen. Ich mache mir deshalb Sorgen darum, wenn wir die Farmen in Fleisch- und Milchfabriken verwandeln und eine Industrialisierung der Farmen betreiben. In Neuseeland merken wir schon bei der Milchwirtschaft, wie nachteilig sie für die Umwelt ist. Wir haben in Neuseeland den etwas naiven Glauben, dass die Deutschen besonders umweltbewusst sind, dass sie die Umwelt sorgsam behandeln. Aber was wissen wir hier schon? Neuseeland bietet ideale Bedingungen nicht nur für die Milch, sondern auch für die Fleischproduktion. Beide gehören zu Detlef Schöns Kerngeschäft. Gerade jetzt sind viele Farmen auf dem Markt. Der richtige Zeitpunkt, sich nach neuen Investoren umzuschauen.
vor einem Meeting mit hiesigen Farmmanagern. Ein Treffen in entspannter Atmosphäre. Eike Schön-Petersen und ein weiterer Kollege aus Hamburg sind angereist. Wir haben uns weit draußen getroffen, um uns mal wirklich abzusondern vom Trubel im Büro, weil wir doch das Problem gehabt haben, dass wir durch das schnelle Wachstum der letzten Jahre die entsprechenden Wachstumsschmerzen uns auch bereitet haben und haben gesagt, wir müssen mal vieles wieder völlig neu auf den Prüfstand stellen, uns neu erfinden. Was machen wir mit den Rebounds? Hauptstrategie Head Office. Also rot. Rot für unsere Richtlinien. Grasmanagement, eine tägliche Aufgabe. Ja, eindeutig. Detlef Schön will das Modell der Hightech-Milch- und Fleischproduktion Neuseelands in andere Teile der Welt exportieren. Ziel: alle Länder, in denen das mit möglichst wenig Komplikationen geht. Wir haben das große Glück ja als Finanzinvestoren im Agrarbereich, vom Satelliten aus Mutter Erde zu betrachten und dann sagen, in welchen Produktionssystemen, in welchen Ländern, unter welchen Bedingungen, mit welchen Partnern kann man hier die besten Erträge erzielen. Wir wollen die billigste Milch der Welt produzieren, wir wollen das billigste Lammfleisch der Welt produzieren, wir wollen das günstigste Getreide und die günstigsten Ölsaaten produzieren. Prost. Das Geschäft mit den Agrarflächen folgt in Deutschland anderen Regeln. Schon der Besitz von landwirtschaftlicher Nutzfläche wird hier gefördert, wie überall in Europa. Die Prämie pro Hektar ist aber eigentlich nicht abhängig davon, ob auf dem Land überhaupt etwas geerntet wird. Das ist übrigens die Variante, wie man Fördermittel bekommen kann, ohne die Fläche zu bewirtschaften. Die Fläche wird nur bewuchsfrei gehalten, dafür muss nur einmal im Jahr mit einem sogenannten Mulcher drüber gefahren werden. Und dafür kriegt der Betrieb aber die kompletten EU-Fördermittel für nichts tun. Und innerhalb der Landwirtschaft heißen solche Betriebe Sofabauern, weil sie nur einmal im Jahr sozusagen aufstehen müssen, um ihre Flächen klein zu häckseln, ohne dass sie irgendeiner Verwendung zugeführt werden. Und kriegen aber die gleichen Prämienzahlungen, die auch produzierende Landwirte bekommen. Guten Tag. Sind wir richtig bei Familie Jung hier? Bitte? Sind wir richtig bei Reinhard Jung hier? Ja. Wunderbar. Ja. Ja. Ich stelle mich einfach mal in die Scheune, ja? Oder wo darf ich parken? Sie können stehen, wo Sie wollen. Wunderbar. Hallo Rainer. Hallo alter Kämpfer. Grüß dich. Willkommen. Hätte nicht gedacht, dass du nochmal längst kommst. Reinhard Jung und Carlo Horn kennen sich seit Jahren vom Bauernbund in Brandenburg. Jung ist Geschäftsführer der Organisation, die auf politischer Ebene die Interessen der bäuerlichen Familienbetriebe vertritt. Eine Agrarreform steht bevor. Bis Ende 2012 wird das EU-Parlament eine neue Regelung für Subventionen verabschieden. Die Kritik des Bauernbundes an der EU-Politik: ein Großbetrieb erhält durch den Besitz von tausenden Hektar Land so viel Geld, dass er seine Produkte für beinahe jeden Preis anbieten kann. Für die kleinen Betriebe ein Kampf mit ungleichen Waffen. Wir haben ja letzte Woche noch mal einen Brief an alle Bundestagsabgeordneten aus dem Agrarausschuss und alle deutschen Europaabgeordneten geschrieben. Ja. Kappung muss kommen, ja. Also wir haben gesagt, Agrarsubventionen kappen nach oben hin für die Großbetriebe und zweitens dafür sorgen, dass nur ortsansässige Landwirte in den Genuss der Agrarsubventionen kommen. Das wäre eine Strukturpolitik, die uns von diesem Druck der Investoren ein Stück weit wegbringen würde. Und ich meine, das ist ja nicht nur ein Brandenburger Problem, das geht ja allen anderen genauso. Bei uns in der Nähe haben wir die Ruhr Agrar, das ist ein riesen Komplex. Die haben inzwischen in Brandenburg 7000 Hektar und mehr. Aber nicht an einem Standort? Sondern? Nicht an einem Standort, aber die haben jetzt eine marode Kolchose hier 10 Dörfer weiter gekauft. Ja, und ein Mitglied von uns, Sebastian, der sitzt da ziemlich direkt daneben. Das ist ein Industrieller dahinter. Ja, ja, ist ein Industrieller, der das gemacht hat. Schmeißen die Leute raus. Agrarstudent aus Kiel, 10 neue Fendvario und ein Trupp rumänische Erntehelfer und dann geht die Wirtschaft los. Ja. Ist nicht sehr effizient, bloß die Leute müssen ja nur das Geld verstecken. Die Leute müssen im Grunde nur ihr Geld verstecken vom Staat oder vor der Krise oder was weiß. Und das natürlich ist schwierig. Die neuen Nachbarn heißen nicht mehr Bauer Witte, Bauer Müller oder Bauer Modrow, sondern Ruhr Agrar, Steinhoff, Odeger oder Hofreiter.
Das sind die Investoren, die in Brandenburg riesige Flächen Land besitzen. Ihr Geschäft bedrängt immer mehr die familiengeführten Betriebe. Familienbetriebe wie dieser. Der Besitzer ist ein Bauer aus Baden-Württemberg, der nach der Wende nach Brandenburg zog. Sebastian Leipold. Das ist Carlo. Das breite Lächeln zeigt, dass er gut getroffen hat. Ja, kommt aus Oder-Spree, der hat ähnliches Problem wie du. Da macht sich die Odega breit und Hofreiter und Konsorten. Den haben wir hier in der Nähe sogar auch noch. Den Hofreiter haben wir auch noch. Ich dachte nur, Kuhnibert Ruhe. Der hat auch schon wieder einen Betrieb gekauft bei euch, oder? So ist es, ja. Diesmal ein privater. Er hat hier eine Agrargenossenschaft übernommen, gleich in 2 Kilometer Entfernung. Und dann noch 12 Kilometer Entfernung noch in Betrieb. Ja. Also nicht so von Vorteil. Aber ich meine, ihr kommt noch über die Runden, ja, mit eurem komplett neuen Vortrag. Ihr habt ja auch die Ruhr AG sitzt an keinem Stammtisch. Wenn eben ein bisschen bäuerliche Struktur in den Dörfern da ist, dann ist einfach ein anderes Dorfleben und auch ein anderes kulturelles Leben. Und das ist eben, der Investor, der lebt nicht hier, der braucht hier keine Schule oder keine Einkaufsmöglichkeiten und keine Kneipe oder engagiert sich nicht kulturell oder kirchlich, gar nichts. Detlef Schön überfliegt die Farm, die er in Rumänien kaufen will. Gleich werden die Verhandlungen mit dem Besitzer beginnen. Doch es gibt eine Hürde. Der Patron hängt noch ein wenig an seinem Lebenswerk und an seinen Leuten. Wir haben approximativ 2.500 Oi. 2.500 Schafe. 1.500 Capre. 1.500 Ziegen. Hier haben wir versucht, wir verarbeiten die Milch, wir haben eine Molkerei. Wir haben versucht, die Regeln des Kapitalismus mit guten Aspekten des Sozialismus zu verknüpfen. Es geht uns um soziale Aspekte. Augenblick, Igel, hör mal auf. Sag ihm, er soll Pause machen. Die arbeiten nur, wenn hier ist. Es gibt ein Gewinnziel. Liegen wir drüber, werden die Angestellten zu 30% daran beteiligt. Warum? Weil ihnen dann nicht mehr egal ist, ob einer Diesel klaut, ob einer wenig leistet oder schlecht arbeitet. Denn davon sind dann alle betroffen. Pentru că aceste lucruri îl afectează direct. Es gibt ungefähr 50 Familien, die den harten Kern bilden. Das Einkommen dieser Familien hängt von uns ab. Er möchte mit 49% bleiben. Das als Sicherheit für seine Familie und auch um zu zeigen, dass er seiner Firma vertraut und er möchte zeigen, dass er weiter mitmachen will. Das ist für uns auch sehr wichtig. Das ist sehr important. Dann in 2 Wochen lädt er uns wieder hier ein. Vielen Dank. Ich entschuldige mich, dass ich schnell gehen muss. Auf Wiedersehen. Die wichtigste Antwort hat er ganz zum Schluss gegeben, dass er sich vorstellen kann, in die Minderheit zu gehen. Denn nur dann werden wir Investoren finden, die hier massiv Geld reinpumpen, um das jetzt auf eine neue Ebene zu heben. Dass sich das lohnt, ist, glaube ich, eindeutig. Die Revolution beginnt mit den echten Bauern, textet die NGO Eco Rurales auf ihren Transparenten in Bukarest. Attila Sosch und die anderen Aktivisten bereiten eine Demonstration für die Rechte der rumänischen Bauern vor. Natürlich erwarten wir Bauern und wir erwarten auch Leute, die für ihre Vision von Landwirtschaft einstehen und sie mit anderen teilen. Die Leute beginnen sich zu wehren. Sie fangen an, Stellung zu beziehen und sich gegenseitig zu mobilisieren. Das ist in jeder sozialen Struktur in Rumänien zu erkennen, auch bei den Bauern.
Das fordert natürlich einen großen Einsatz, denn die Bauern können nicht einfach ihre Kühe stehen lassen und nach Bukarest fahren, um zu protestieren. Aber manchmal muss man es eben doch tun. Das erste Banner. Es ist perfekt geworden. Stoppt die Subventionen für Großgrundbesitzer, heißt es auf dem zweiten Banner. Hier wächst die Bewegung gegen den massiven Landkauf und dessen Folgen. Widerstand, den es mittlerweile auch in anderen Teilen der Welt gibt. Könnte die Bewegung den Investoren das Geschäft verderben? Es ist absolut damit zu rechnen, dass es zunehmend schwierig wird, als ausländischer Investor Zugang zu Agrarflächen zu bekommen und zu erhalten, egal wo auf der Welt. Es ist zunehmend wichtiger deswegen, dass wir willkommen sind und willkommen bleiben dort, wo wir investieren. Auch wenn wir selbst den ethischen Antrieb vielleicht nicht hätten, wir haben ihn ja, aber wenn wir den nicht hätten, wären wir als kaufmännischer Sicht gezwungen, Gutes zu tun und darüber zu reden, wenn Sie so wollen, vor Ort, sei es in Neuseeland, sei es in Brasilien, wo auch immer. Wir müssen dort willkommen bleiben. Wenn wir das nicht sind, werden wir zunehmend das Problem haben, jetzt in 10 oder in 15, vielleicht auch schon in 5 Jahren, dass auf eine Art und Weise politisch Einfluss genommen wird, der uns den Spaß an Investitionen verhagelt. Vor dem rumänischen Ministerium für Landwirtschaft sammeln sich Bauern und Aktivisten. Sie wollen nicht aufgeben, bevor sich in der Politik etwas getan hat. 90% der Subventionen in Rumänien gehen an 10% der Bauern, und zwar an Großbetriebe. Das sagt schon etwas aus über die Art der Landwirtschaft, die hier vom Ministerium und von der EU unterstützt wird. Wohin soll das führen?